Dossi, bist du bereit? Dossi. Hey, Dossi. Scrawl und Dossi am Roadtrip. Gib Gas, Ernie! Alles klar, Bert. Oh, vollgetanktes Auto. Okay, kurz um unser Reiseziel zu markieren. Wir fahren heute hier nach Industrie. Und ich markiere mir aber als allererstes Mal, weil ich das super wichtig finde, hier uns die Tankstelle. wie könnte ich die denn markieren? Bitte? Ob es ein Tanksymbol gibt? Nee, aber ich habe jetzt da einen Blitz hingemacht. Ich glaube, das ist auch ganz passend. Ich mache einfach eine Notiz hinzufügen und sage hier, Tankstelle. Ja, nice. Ja, Dossi, ich fahre dann mal, ne? Ja, ich sehe schon, Du musst mich halt... Alter! Straßensperre, du musst mich halt jetzt hier ein bisschen leiten, ne? Ja, wenn du drauf aufpasst. Ja, ich versuche hier ordentlich zu fahren und du leitest mich. Du spielst Navi. Einfach geradeaus. Okay. Immer der Straße folgen erstmal. Hast du eine Anzeige eigentlich mit Sprit oder musst du da jedes Mal... Ich habe eine Spritanzeige, alles gut. Ich habe eine Spritanzeige. Okay. Sehr schön, gut ausweichen. Boah, wie viele Läden es hier hat, ne? Wie viele Zombies hier hat. Das auch, ja. Alter, ich bin halt einfach Profifahrer, hey. Formula Uno. Ja, hast daheim schon gut geübt, ne? Ja, richtig. Oh, was ist hier? Hier ist auch Industrie, oder? Nee, das ist eine Baustelle. Ja, aber ich meine, vielleicht könnten wir hier Stahl für unsere Motorhaube besorgen. Dann park irgendwo. Aber dann endet hier unser Roadtrip. Nee, ich glaube, hier ist zu viel los. Los, Dossi, oder? Ja, weiter. Gib. Das klang gerade nicht so gesund, gell? Ja, ich hatte gerade auch kurze Angst. Aber ich glaube tatsächlich, der hat einfach nicht gut geschalten. So, einfach schön weiter der Straße folgen. Und gleich geradeaus fahren, nicht abbiegen. Geradeaus der dicken Straße und weiter geht's. So, hier. Jetzt bist du auf der Hauptstraße. Oh! Kann man eigentlich irgendwie das Licht anschalten? Also rein theoretisch wahrscheinlich immer der Straße folgen. Hast du gerade abgewürgt? Nee, ich hab's fürs Licht angeschalten. Oh, guck mal, hier ist ein Maisfeld. Maisfeld, ja. Aber sieht nicht so gesund aus, das Maisfeld. Was habe ich denn hier? Nicht wirklich. Heizung, Kofferraum entriegeln. Tempomat gibt's auch. Ein Tempomat. Ist auf jeden Fall eine Farm da unten. Wir fahren gerade 120. Oha. Ja, pass auf, dass du nicht irgendwo dagegen fährst. Ja, es sind Meilen pro Stunde, also das ist nicht so schnell, glaube ich. Achso, okay. Nee. Oh. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, es sind Miles per Hour, steht dran. Ja, okay. Also auf jeden Fall ist es eine große Farm, wie du siehst, überall. Guck mal, hier sind auch Zäune. Solche. Was ist denn da? Oh, hier, komm mal hier. Nein. Oh no. Ja, der Baum war halt durchsichtig für mich. Jetzt sind die Bäume schon durchsichtig. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Ne, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, weil wenn du so durchfährst, sobald die aus deinem Blickfeld gehen, werden sie durchsichtig. Ja. Erzähl das mal der Polizei. Der Baum war durchsichtig. Oh, hier ist Industrie, hier ist schwarz. Ja, aber das ist zu klein, oder? Das stimmt, ja. Ich guck mal auf der Karte kurz, wo wir gerade hinfahren. Ja, wohin fahren wir denn überhaupt? Wir müssen irgendwann wieder nach rechts irgendwie, oder? Ah, jetzt geht's wieder ein bisschen nach rechts. Das ist voll der Pulk gewesen gerade, hast du es gesehen? Wir fahren auf jeden Fall nicht mehr auf eine Hauptstraße. Das ist halt so eine kleine Kackstraße. Ich hoffe, da kommt noch irgendwann eine Hauptstraße wieder. Das hoffe ich auch, weil das ist nur Schotter, wenn ich es richtig höre. Ja, aber wir haben keine Straße verpasst, also es gab keine Abbiegung oder sowas. Vielleicht gibt es auch keinen Direktweg dahin. Vielleicht kommen wir erstmal zu einer anderen Stadt, kann ja auch sein. Ja. Einfach mal der. Was sagt der Sprit? Immer noch voll. Hm. Ja, dann ist ja gut. Solange die Reifen nicht platzen. Nee, warum sollten sie? Weiß nicht. Au. Troll, ich bin verletzt. Ich auch. Ich muss erstmal. Scheiße. Warte mal. Warte ganz kurz bitte. Scheiße. Ich hab bandagiert und vergessen, ein Glas zu entfernen. Glas entfernen. Tatsächlich bin ich nicht verletzt, Ossi.
Du hast bandagiert und vergessen, Glas zu entfernen? Ja. So, warte. Bandagen. Irgendwie geht der Motor gerade immer wieder aus. Warum ruft meine Frau die ganze Zeit auf dem Handy an? Bist du zu laut? Ich möchte schlafen. Ah, mein Gott. Ich habe jetzt Schmerzen. Hast du Schlafmittel? Willst du das deiner Frau geben? Oh mein Gott, die sind schon wieder schmutzig. Warte mal, ich muss irgendwie das desinfizieren. Shit, also ich glaube, wir müssen mal ganz kurz uns um den Motor kümmern. Scheiße. Wir sind halt voll im Nirgendwo gestrandet, Dossi. Motor, Zustand 0. Scroll? Ja. Lass mal das Auto sein. Hast du Medizin? Ja, ich hab. Was brauchst du? Hab ständig schmutzige Bandage. Also, die Bandage hält 2 Sekunden, dann ist sie schmutzig. Ja, was brauchst du denn? Irgendwas zum Reinigen. Alkohol, irgendwas. Ich hab Alkoholtupfer und Pflaster. Ja, her damit. Nee, das ist nicht. Ich möchte es nicht in den Ding platzieren. Warte kurz, ich muss ein Stückchen weggehen, sonst platziere ich es im Auto. Hier. Alkoholtupfer. Jawohl. Willst du. Auf. Hallo? Nimmst du. Willst du noch Schmerzmittel haben dazu? Ich glaube, das passt. Warte, ich mache jetzt erstmal Bandagen entfernen. Das ist alles in meinem Köfferchen, weißt du? So, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, wenn man jetzt halt mal ein bisschen Ahnung von Kfz hätte, ne? Scheiße. Okay, ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen besser. Erste Hilfe benötigt, Schmerzen. Ja gut, das ist klar. Wo sind wir eigentlich auf der Karte, Dossi? Wir haben noch nicht mal die Hälfte vom Weg überwunden. Die Map ist so riesig. Ja, die Map ist echt gewaltig. Hast du noch... Warte mal. Scheiße, hast du noch was, Stofffetzen? Scheiße. Ich probiere es nochmal zu desinfizieren. Also ich habe keine Stofffetzen, ich habe nur Pflaster, wenn du die willst. Wenn man jetzt mit Pflaster besser wie Stofffetzen? Nee, eigentlich nicht. Ein Pflaster ist für kleine Wunden. Ja, ich habe halt gekratzt, tiefe Wunden und ich blute. Warum? Weil du gegen einen Baum gefahren bist und ich durch die Scheibe durch bin. Hast du dich nicht angeschnallt? Doch, aber ich war halt am cool cruisen. Und hatte die Hand draußen. Ja, also komm. Das war halt richtig unglücklich hier, dieser scheiß Baum. Ja, die Frage ist halt, wo ist die nächste fucking Stadt einfach in Wörthersee? Ich lauf mal los, okay? Kommst du mit? Was machen wir jetzt mit dem Auto? Ja. Da geht nichts mehr. Nee. 5 Meter fahren und dann ist wieder Feierabend. Klemmt der Kofferraum? Keine Ahnung. Achso, ist ja nur der Koffer. Okay, passt. Gib mir noch kurz was zu essen. Ja, die Frage ist halt, wo die nächste Stadt ist, Alter. Also. Wir sind halt echt weit draußen gerade. Bist du die Straße entlang? Ich bin einfach nur die Straße runter. Ich lauf auch normal, also. Magst du kurz warten? Klar. Hä, wie weit bist denn du schon vor? Ich bin einfach nur gelaufen, ein Stück. Ich esse auch mal was hier. Habe ich noch was dabei? Nö. Ich esse eine Brause. Oh. Geht's dir nicht gut? Pflaster ist schon wieder dreckig zum Kotzen. Ich meine, dreckige Pflaster sind noch okay. Du musst gucken, wenn sie stark verschmutzt sind, glaube ich. Also, ich muss unbedingt was zum Waschen haben. Ja, neben uns ist ein Fluss. Ja. Ein Bach. Oder ein Fluss. Geht das? Ja, ich teste mal, ob das geht. Hm.
Durch Kochen im Ofen. Nee, verdorbenes Wasser. Ungeeignet. Das Wasser ist geht verdorben? Nicht. Ja. Okay, das wird jetzt dann anstrengend. Alter, das ist jetzt ein richtiges Abenteuer. Einfach nur voll gestrandet im Nirgendwo. Mann, hey. Oh, Sprinten plus 1, jawohl. Sprintest du die ganze Zeit durchgängig sonst? Ich muss auch mal Sprinten plus 1 machen. Sehr nice, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber du wirst halt heiß und so, also. Okay, ich meine, du musst halt dann wieder abkühlen in der Zeit lang. Ja. Magst du auf mich warten? Gibt's hier Wölfe? Tiere habe ich noch keine gesehen. Ich habe gerade ganz viel Wolfsgeheul gehört. Na gut, vielleicht eher Atmosphäre. Du, ich werde dem Spiel alles zutrauen, dass plötzlich so ein Bär und 5 Wölfe aus dem Wald auf mich zustürmen und mich versuchen zu fressen. Sollen wir vielleicht mal die Straße verlassen? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir hier irgendwo was finden, dann an der Straße. So sind halt ist halt das Spiel aufgebaut, oder? Also das würde ich jetzt schon behaupten. Ja, aber nicht, dass wir an irgendwelchen Häusern vorbeilaufen. Ich meine, guck mal, es ist ja nicht mehr so, also es dürfte ja nicht mehr so weit sein. Selbst bis zur Stadt, so, es ist jetzt nochmal genau die gleiche Strecke, wie ich jetzt schon hinter uns habe. Ah, das ist schon auch ordentlich. Ich gucke einfach mal, wenn ich renne einfach mal ein Stückchen vor. Mhm. Ansonsten müssen wir uns halt mal hier im Wald einen Unterschlupf machen, okay? Dann müssen wir halt unsere Survivability im Wald zu zeigen. Trainieren. Ja. Das ist eigentlich schon geil, oder? Also, ich meine, ist natürlich nicht so geil, dass unser Auto draufgegangen ist. Aber das Problem ist halt, wir bräuchten halt was, um Wasser abkochen zu können. Und das haben wir nicht. Ja, aber bist du nicht Pathfinder 1? Nee. Ja, ich auch nicht. Nee. Also mein Sprinten ist halt jetzt gerade erst bei 13. Guck mal, hier liegt ein Leiche. Oh. Sehr gut. Oh, guck mal, hier ist ein Schraubenzieher drin. Den brauchen wir, um den Motor zu lösen, tatsächlich. Warte ganz kurz. Nämlich. Mir kurz Stofffetzen machen, weil ich habe nur schmutzige. So. Ja, das ist gut. Habe ich dann wieder welche? Tanktop. Nee, das ist bloody. Boxershorts. Das ist halt echt dumm. Warum können wir nicht leichte Kfz-ler sein? Du kannst halt einfach Bewegungsmelder machen. So. Okay, 6 Stofffetzen, die wieder sauber sind. Perfekt. Ah, warten kann der Kerl nicht, ne? Doch, ich stehe doch hier. Guck mal, du kannst dir auch Beinwickel herstellen. Die helfen gegen Fieber und sowas wahrscheinlich. Ah, das hättest du wahrscheinlich vorhin gebraucht. Ja, wahrscheinlich. Dass hier nichts kommt, ne? Kein verlassenes Häuschen oder auch keine Zombies, nix. Nee. Guck mal, hier ist ein Auto. Was ist du? Ich hab leider langsam ein bisschen Hunger. Hallo? Kann irgendwie nichts probieren mit Tür. Geht nichts. Manchmal ein bisschen merkwürdig. Shit, ich bräuchte einen Schraubenschlüssel. Dann könnte ich tatsächlich versuchen, unser Auto zu reparieren.
Hast du im Auto, im Kofferraum. Wirklich? Ja, aber in unserem, nicht in dem. Ja, aber das wäre jetzt, dann könnte ich ja wirklich versuchen, das Auto zu reparieren. Es wird zwar empfohlen, dass man mindestens Kfz 3 braucht dafür. Ja, willst du jetzt den kompletten Weg zurückrennen? Ja, ich weiß halt nicht, wie weit es tatsächlich jetzt noch mit, bis nach vorne ist. Also ich würde jetzt weiterlaufen. Okay. Hast du was zu essen noch dabei, Dossi? Ja. Könntest du mir was geben? Ja. Oh, lecker, die gute Dose mit Hafer. Natürlich. Ah, da erstmal. Ich bin ein Pferd, Hafer. Nom, 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 nom. Ja, super, danke. Nice. Guck mal, ich kann hier. Was bringt mir das? Jetzt habe ich Gras entfernt. Bringt mir das irgendwas? Kannst du das irgendwie sortieren oder sowas? Ich meine, ich. Oh, guck mal, Dossi, was ich kann. Was denn? Pass auf. Hä? Was machst du da? Hä, wie hast du das gemacht? Ich habe dieses Graben genutzt. Und dann kann ich da Saatgut ausbringen. Ja klar, zum Gärtnern. Okay. Hätten wir ja in dem einen Store. Da haben wir ja Samen, richtig. Und Hacken und so ein Kram. Lass uns mal echt gucken, ob wir hier irgendwie wirklich was finden. Ja. Guck mal, du kannst die Blumen spezifisch hier auswählen. Vielleicht gibt es doch Büsche mit Beeren oder sowas. Ja, aber ich habe die jetzt weggemacht, aber ich habe nichts gefunden. Also es ist einfach weg. Ja. Du hast Gras entfernen geklickt, oder? Ja, richtig. Ja, ja, das habe ich vorhin auch gemacht. Ich glaube, das ist nur dafür da, wenn du halt was bauen willst und das ist im Weg. Ja, aber es muss doch irgendwie was. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die ganzen Bäume hier nicht fällbar sind oder sowas, weißt du? Das weiß ich nicht. Und außerdem gibt es, guck mal, wenn ich hier auf Craften gehe und dort dann auf Beinwickel, dann brauchst du Beinwell, das ist ein Kraut, und einen Mörser und einen Stößel. Okay. Ich glaube, du brauchst halt einfach noch Skill. Vielleicht kriegst du das wirklich, wenn du lange hast. Haben wir einen Skill irgendwie? Ja, es gibt ja Naturding. Es gibt Nahrungssuche. Guck mal, es gibt hier Nahrungssuche unten. Ja, genau. Ja, aber vielleicht müssen wir das dann echt so Sachen abbauen. Untersuche das Gebiet. Ich untersuche jetzt das Gebiet. Also mit der Anzeige kann ich halt gar nichts anfangen. Ich verstehe es halt auch irgendwie nicht so ganz. Ja, steht halt, wenn du da hingehst, steht dran, Lebensmittel häufig, Tiere häufig, Kaminholz normal, aber was mache ich jetzt? Diese Tipps werden freigeschalten, wenn du aufsteigst. Klick auf das Symbol, um diese Tipps jederzeit anzuzeigen. Aha. Aber ich kann halt nichts machen hier, ne? Wo bist du? Ich bin hier einfach ein bisschen weiter im Holz drin und gucke einfach, ob ich irgendwas finde. Ich habe den Ding jetzt einfach mal an und schlag mich durch die Pampa. Okay, ich folge weiter der Straße. Ja, ich laufe direkt neben der Straße. Also es okay. Ich finde halt keine Steine, nichts eigentlich. Also Modus verstehe ich auch noch nicht ganz. Das muss ich mir mal irgendwie anlesen. Ich hab Zaun. Es kommt. Hier kommt was. Oh Gott sei Dank. Kommt eine Farm oder so. Gott sei Dank. Ich warte mal hier dann auf dich. Zivilisation. Bist du die ganze Zeit gerannt oder? Ein bisschen, ja. Ja, okay. Ich setz mich mal kurz hin. Oh ja, hier ist wirklich der Zaun. Oh mein Gott, Dossi, wir haben es vielleicht geschafft. Oh, gucken wir mal, was wir hier haben. Vielleicht wird das ja unser neues Zuhause. Alles unser Vorhof. Echt fett. Ich glaube, ganz ehrlich, Zombie-Apokalypse, ist das der richtige Ort, wo man hin will? Ja, glaube ich auch.
Jetzt sind wir aber auch nur in einem Park gelandet. Ah, nee, da kommt ein Haus. Da kommt ein Haus. Der größte Park der Welt. Oh, das sieht doch. Ey, also. Wenn es hier eine Küche und alles hat, dann. Nice. Okay, dann gucken wir erstmal kurz in den Geräteschuppen rein. Buch, Elektronik Band 1, Fischen Band 2, Radiergummi, Schlosserhammer, Kelle, Schal, Schlafanzug, Schapka, Skibrille und eine Motorhaube. Warum gehst du nicht durch die Tür, Dossi? Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ich habe meine Hand wieder verletzt. Oh Gott, hier drin sind so viele Leichen. Hier drin sind Überlebende. Hä? Was? Ah ne, warte, oh mein Gott. Ah, da ist ein Zombie. Ich habe gerade gedacht, da drin stand ein und dann kam da dann Kirsten. Are you alive? Aber es war... Achso, Fernseher. Das war nur der Fernseher. Oh mein Gott. Aber hier drin sind so viele Tote. Ich hab's schon probiert, Ossi. Komm rein. Ja. Pass aber auf, hier ist ein Zombie. Hey! Ach komm, das ist doch fies, Alter. Ach, du warst noch im Ich hatte ewig leid die Animation, hey, und ja. Dann beißt mich dieser Freund. Drecksack, blöder. So. Meine Langeweile ist gerade nach unten gegangen. Ja, super, ja, geil. Genau. Was habe ich jetzt gekratzt? Ja, desinfiziert. Warte. Lass mich, nein, lass mich ja, ich versuche es abzubrechen, es geht nicht. Kannst du mich bitte bandagieren? Ich hab's doch versucht, dass sie. Jetzt ist er nach draußen gekommen. Dankeschön. So, okay. Er hat eine Jason-Maske auf. Vor allen Dingen hat er eine Machete auf dem Rücken. Alter, wie geil ist das denn? Ist er jetzt raus, oder? Nein, der ist hier. Oder das war der hier. Das war der. Okay. Oder? Ja. Doch, doch, ich denke, das war der. Ja. Du hast ihn. Crawl, ganz ehrlich. Unsere Farm, oder? Du hast ihn. Hätte ich gesagt. Jetzt kommt er wieder mit seinem Messer hier. Das ist die Machete gewesen. Hey, der hat sogar echt eine geile Jacke. Der hat jetzt eine komplette Lederklamotte an. Ja, aber ich finde die Farm auch geil. Also, ja. Ich hätte mal gesagt, jetzt werden wir hier Ach, ist ein Hausschlüssel, dein Autoschlüssel. Wir werden Farmer. Wir leben auf dem Land und melken Kühe. Und haben sogar frische Milch und Brokkoli. Aber vielleicht, warte mal, vielleicht sollten wir einfach mal die Leichen hier mal raustun. Ja, ich muss mich noch kurz bandagieren. Kann ich hier ein Loch graben? 55, jawohl. So, dann helfe ich dir mal. Genau, packen wir dir einfach mal einen nach dem anderen raus. Vielleicht wäre es echt mal gut, wenn wir anfangen würden, hier unsere Skills einfach mal zu verbessern. Weißt du, was ich meine? Also wie willst du es? Also ich habe zum Beispiel hier, ich würde gerne Landwirtschaft betreiben. Okay, aber hast du jetzt nicht schon abbauen und so geskillt? Was meinst du mit abbauen? Ja, du kannst doch craften, oder? Ja. Du kannst ja auch so Zäune und so machen. Ja, kann ich machen. Die Frage ist halt, was nützt es uns? Schutz? Ja, ja, schon, aber wir müssen ja irgendwie wieder in die Zivilisation kommen, irgendwann mal. Na, erstmal müssen wir halt hier ein gutes Fundament schaffen. Überleben. Aber die Leichen liegen hier. Ja, einige. Erstmal einen geilen Schluck trinken aus der Badewanne, hey. Da hat sicherlich so ein richtiges Gamer-Girl drin gebadet. Oh. Schöne Badewasser. Trinkst du nicht gerne Gamer-Girl-Wasser? Egusta. Schmack auf Fatz, Alter.
Darauf ist mein Büchlein. Hat's hier was zu essen? Ja, es hat einiges zu essen. Da könnte man kochen zum Beispiel. Ah, kocht. Weißt du, was halt cool wäre, wenn es eine Axt geben würde? Ja. Weil wenn ich eine Axt hätte, könnte ich nämlich Sachen richtig abbauen. Zum Beispiel auch Bäume. Okay. Also das steht dran, oder wie? Bei der Axt habe ich selber noch nie gesehen. So. Weißt du, ich würde gerne mal hier so einfach die Bäume abbauen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das geht irgendwie, aber... Hast du nicht vorhin gesagt, mit Stein und so kannst du dir doch so eine provisorische Axt machen, hast du doch gemeint. Ja, aber ich müsste erstmal Steine finden. Das ist ja das Problem. Es gibt ja dieses Steinsuchding. Genau. Das musst du halt irgendwie... Warst du in den Schuppen schon mal drin? Ich wollte das Fenster einschlagen, aber ich konnte die Glasspuren nicht wegmachen. Ich hatte irgendwie nichts da. Okay, warte mal. Ich glaube, ich wasche mich erstmal. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir hier super viel cooles Zeug haben, Dossi. Oh, wieso kann ich jetzt das Waschbecken nicht interagieren? So, bis. Handgabel, Seil, rosa Farbe, Bindfaden, Werkzeugkasten. Ist aber leer. Oh Mann. Schweißstäbe und nochmal ein Werkzeugkasten. Was bringt der Werkzeugkasten? Oder ist der gefüllt mit Werkzeug? Der ist gefüllt. Hm. Holzkleber ist da drin. Okay. Also das Saubermachen dauert ja ewig. Ja, du bist wahrscheinlich auch ganz schön dreckig. Mhm. Ja, ich meine, mit dem Krieg weg. Wir sind halt mittendrin in der Pampa gelandet, hey. Und unser Auto ist irgendwo hier oben stehen geblieben. Ich meine, da werden wir nicht mehr so schnell wieder hinkommen. Shit. Aber ich meine, so überleben wir auf jeden Fall mal ein paar Tage mehr, ne? Ja. Erstmal ein bisschen Kreuzworträtsel machen. Gut, Dossi. Aber ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt hier an der Stelle schon wieder Feierabend. Und dann überlegen wir uns, was wir zum nächsten Mal machen. Denn ich denke, wir haben da einige Möglichkeiten jetzt. Oh ja. Definitiv. Definitiv. Gut. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich auch, absolut. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Und liebe N240. Ciao. Tschüss. Jawohl. Tschüss. See ya.